Mahlzeit, Leute, beziehungsweise guten Tacho. Ich habe das gute Stück jetzt noch mal ein bisschen, auseinandergepflückt, will ich nicht sagen, aber ich versuche mich jetzt hier an die Kofferhalterung dran, beziehungsweise das Anpassen. Na gut, die sind jetzt ein bisschen verstaubt, die stehen jetzt schon ein bisschen länger hier rum. Mal grob gucken, wie das hier passt, auch mit den Blinkern, ob ich die hier oben lasse oder vielleicht hier unten hinsetzen soll. Das werde ich jetzt mal gucken. Ich habe sie gerade nochmal angemacht, die sprangen sofort an, ohne Wenn und Aber. Werde ich gleich mal mit der GoPro nachher auf jeden Fall auch nochmal aufnehmen. Irgendwie hier sehe ich gerade für GoPro, das ist extrem hoch hier. Also auf jeden Fall kommen da noch tiefere Dämpfer dran. Obwohl, wenn nachher die Koffer dran sind, dann sieht man das eh nicht mehr. Aber mal sehen. So, ich probiere mich jetzt mal hier dran, irgendwie so ein bisschen mal so eine grobe Richtung zu finden. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier irgendwas Neues zu bohren. Das heißt, ich nehme hier oben die vorhandenen Löcher, setze jetzt mal den Sitz nochmal drauf, schaue, inwieweit das hier runterkommt und mache mir jetzt irgendwie mal so ein Bild, wie ich dann hier was machen kann. Und dann gucken wir mal weiter. Also ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie ich quasi die Löcher hiervon auf die Koffer übertragen kann, damit ich da ein paar Löcher reinbauen kann. Und ich habe einfach kurzerhand mit Kreppband hier mal abgeklebt. Und dann werde ich jetzt mal versuchen, das quasi dran zu halten und dann von der anderen Seite ein paar Löcher dran zu malen, damit ich halt wenigstens was sehen kann, wo ich bohren soll. Ich habe jetzt auf der Seite und auf der Seite schon mal dran gemacht, die Halterungen. Und ja, werde ich jetzt mal sehen, wie das so funktioniert. Ich probiere mal aus hier. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, hier habe ich schon mal 4 Punkte. Zack, zack, zack. Dann bohre ich da jetzt mal rein. Ich hoffe, das ist irgendwie halbwegs richtig. Da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie funktioniert hat. So, Leute, ich habe sie dran, die Kofferchen. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich hätte gedacht, die wären ein bisschen größer. Aber naja, jetzt muss ich mal gucken, ob das so alles in Lot ist. Aber so ganz zu 100% weiß ich nicht. Ich glaube aber schon. Mal, wie die jetzt aussieht, wenn man mal vergleicht das erste Video, die ersten Bilder. Das ist schon heftig. Ungefähr so wird es jetzt eigentlich bleiben, denke ich. So, machen wir mal ein bisschen Sound.
Weißt du, ob man mich jetzt noch hören kann? Gut, die rappeln jetzt ein bisschen. Muss mal schauen, ob ich da ein bisschen was dran machen kann. Aber ansonsten bin ich doch zufrieden, muss ich sagen. Ja, sieht doch schon geil aus, Leute. Würde ich sagen, war es das für das kleine Video. Ein bisschen Sound jetzt mit der GoPro habe ich aufgenommen. Und die Kupferchen sind dran. Ja, Leute, dann haut rein und wir sehen uns im nächsten Video. Mal sehen, was ich dann hier dran mache.